So, liebe Wölfe, bei uns ist jetzt der Xaver Schlager. Herzlich willkommen in Wolfsburg. Erzähl uns von deinen ersten Eindrücken. Wie ist die Mannschaft so drauf? Wie fühlst du dich hier auf dem grünen Rasen wohl hier in Wolfsburg? Ja, jetzt nach einem kurzen Urlaub fühle ich mich wieder sehr wohl, dass ich trainieren darf. Die Mannschaft ist super, hat mich super aufgenommen und ich bin froh, da zu sein. Also der erste Eindruck ist überragend, die Trainingsbedingungen sind top und ich freue mich, dass ich da sein darf. Kanntest du schon wen im Vorfeld, den du mal vorher interviewt hast, wie es denn hier so ist? Nein, ich habe generell bei ein paar Spielern nachgefragt, in Deutschland oder beim Pavo, wie es da ist, weil der spielt er da und vom Nationalteam kenne ich ihn. Und ja, da haben wir halt die Eindrücke kennengelernt und sonst habe ich eigentlich keinen kennt. Jetzt haben wir so ein paar YouTube-Videos von dir gesehen. Was für ein Typ bist du? Ich glaube, du lachst auch ganz gern mal, kann das sein? Nein, ich bin ja unterschiedlich. Je nachdem, wie es gerade passt. Ich denke, ich kann sehr gut trainieren, da bin ich seriös, aber ich kann in der Freizeit locker drauf sein und meinen Spaß haben. Ich denke einfach, man sollte alles locker sehen, alles genießen und das versuche ich. Und was für ein Typ bist du auf dem Platz? Auf was können sich die Fans hier in der Volkswagen Arena dann freuen zum Bundesliga-Auftakt? Ja, der Edeltechniker bin ich glaube ich nicht. Ich komme eher übers Laufen, übers Kämpfen, über Zweikämpfe und solche Sachen. Schau halt ich, dass ich mein Spiel mache, aber wie gesagt, ein Ronaldinho bin ich nicht ganz. Du hast bei der U21-EM, hast du noch mitgewirkt für Österreich. Wie konntest du nach dem Turnier am besten abschalten? Warst du im Urlaub ein bisschen Sonne getankt oder wie hast du deine Freizeit gestaltet? Nein, ich war mit meiner besten Freundin in Mykonos 6 Tage und danach ging es nach Hause zu meiner Familie, zu meinen alten Freunden. Und da war es ganz lustig und dann bin ich wieder hergeflogen und ja, die 2 Wochen waren einfach super entspannend und jetzt bin ich wieder vollgetankt. Vollgetankt, die Akkus sind voll. Kannst du am Samstag eventuell schon das erste Mal das Trikot überstreifen und gegen den Ball treten mit den Jungs? Das weiß ich nicht. Müssen wir den Trainer fragen, wie der das entscheidet. Wie gesagt, mir geht's gut. Ich bin nicht verletzt, ich bin fit und ich freue mich drauf. Wir freuen uns auf viele gute Einsätze von dir. Danke für deine Zeit und ja, guten Start. Danke dir. Bitte.